In diesem Video widmen wir uns dem Vertrag der Helvetia Clevestro All Case. Wir haben den Vertrag von einem Interessenten auf den Tisch bekommen und wir sollten uns diesen ganzen Vertrag mal anschauen. Ist dieser Vertrag sinnvoll für eine adäquate Altersvorsorge? Genau dieser Frage gehen wir in diesem Video auf den Punkt. Ich habe Ihnen unter dem Video Zeitmarken beigefügt. Dort können Sie direkt zu der für Sie relevanten Stelle springen. Starten wir rein. Wir sehen hier das Angebot der Helvetia. Hier sehen wir Helvetia Clevestro All Case Tarif FWL. Für den Max Mustermann, geboren am 14.02.1981. Wir haben einen monatlichen Beitrag von 300 Euro. Das heißt, wir haben noch eine Beitragszahlungsdauer von insgesamt 26 Jahren. An dieser Stelle sehen wir den Fonds, der hinterlegt ist. Das heißt von BlackRock, BGF, European Special. Den schauen wir uns natürlich später nochmal im Detail an. Was für uns jetzt an dieser Stelle noch sehr wichtig ist, ist der Rentengarantiefaktor. Dieser liegt bei 18,652%, wird später nochmal sehr interessant. Und jetzt können wir auch schon direkt in die Kostenstruktur springen. Und zwar befinden wir uns jetzt hier. Wir haben einmal die Abschluss- und Vertriebskosten in Höhe von 2,5%. Die sind hier auch als Alpha-Kosten ausgewiesen. Des Weiteren haben wir hier das Thema der Verwaltungskosten. Diese sind hier mit 637,92 Euro jährlich berechnet. Das heißt, wir haben hier einen Wert von 17,72%. Und hinzu kommt, dass wir Stand jetzt auf Grundlage von voraussichtlicher Kostenüberschüsse, hier ist es aber sehr entscheidend, diese sind nicht garantiert, wie wir hier entnehmen können, eine Reduktion der Beta-Kosten haben auf 5,1% ab dem 1.4.2031. Das haben wir jetzt in diesem Gutachten, was wir erstellt haben, so berücksichtigt. Es ist aber hier für Sie ganz entscheidend, dass diese Kostenüberschüsse, genau wie es auch hier im Kleingedruckten steht, nicht garantiert sind. Das heißt, es muss sich nicht nur um diese 5,1% über die Laufzeit halten, sondern der Wert kann deutlich höher sein, wenn die Überschüsse reduziert werden. An dieser Stelle haben wir jetzt diesen Wert hier angenommen und über die komplette Laufzeit gespiegelt. Als nächstes ist es für uns wichtig, wir schauen uns die Anlage an. Dort gehen wir jetzt in die wesentlichen Anlegerinformationen rein. Wir sehen hier den Fonds, der hinterlegt ist, der die Rendite abholen soll und sehen an dieser Stelle Folgendes. Wir haben hier laufenden Kosten in Höhe von 1,82%. Hier ist es an dieser Stelle nochmal wichtig. Wir haben diese laufenden Kosten betragen tatsächlich 1,28%. Warum ist das so? Aus dem Angebot kann man herauslesen, dass in verschiedenen Schritten nochmal sogenannte Kickbacks, das heißt Überschüsse, weitergegeben werden, die hier die laufenden Kosten reduzieren, in dem Fall von den 1,82% auf 1,28%. Auch hier an der Stelle handelt es sich wieder um Überschüsse. Sollten diese verringert werden, sollten diese wegfallen, dann sind wir sehr schnell wieder bei dem Thema, dass wir hier laufende Kosten von 1,82% haben. Aber auch hier haben wir den niedrigeren Kostensatz angesetzt. Jetzt ist das, was hier nebendran steht, noch sehr entscheidend. Und zwar, diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Das heißt, diese 1,82%, die wir hier ausgewiesen haben, sind auch nicht fest. Aber entscheidend ist es noch, nicht dort darin enthalten sind die Portfoliotransaktionskosten. Und diese Portfoliotransaktionskosten müssen wir berücksichtigen. Diese setzen wir ganz konservativ mit 1% an. Hinzu kommen noch 0,5% für das aktive Investieren. Es handelt sich hier um einen aktiven Fonds. Die Wissenschaft ist sich hier einig, dass wir hier noch eine Kostennote von 0,5% addieren müssen.
Und jetzt haben wir in diesem Fall noch einen Kostenblock von 0,16% für die sogenannte Cashlock-Falle. Das heißt, nicht 100% des Kapitals, die in den Fonds fließen werden, investiert. Es werden Barmittel zurückgehalten und diese zurückgehaltenen Barmittel können keine Rendite erfahren. Und diese entgangene Rendite, die wird als Cashlock-Falle bezeichnet und ist in diesem Fall mit 0,16% anzurechnen. Um jetzt zu sehen, was wir herausgearbeitet haben, gehen wir jetzt hier in die kostenrelevanten Parameter. Wir sehen erst die laufenden Kosten des Fonds. Sie erinnern sich, die reduzierten Kostensatz. Des Weiteren kommt hier der Punkt, die sonstigen Kosten, die sich zusammensetzen aus den Transaktionskosten, den Kosten für das aktive Investieren und der Cashlock-Falle, sodass wir eine insgesamte Kostenbelastung von 2,94% für die Fondsanlage haben. Des Weiteren haben wir die Alpha-Kosten von 2,5%, die Beta-Kosten, die nochmal zeitlich unterteilt sind, in 17,72% und im Anschluss dann auf die 5,1%. Um jetzt Ihnen genauer näher zu bringen, was diese Prozente aussagen, sind wir jetzt hier in das Ergebnis gekommen. Und zwar ist es so, dass insgesamt in diesem Vertrag 93.600 Euro einfließen, der Monatsbeitrag mal 12 mal die Laufzeit. Und das Ergebnis, was wir hier rausgearbeitet haben, ist, dass ein 163.391 Euro und 9 Cent zur Verfügung stehen, die dann in die Verrentung gehen können. Sollte man jetzt diesen Betrag nicht sich verrenten lassen, sondern als Einmalbetrag auszahlen, würde sich das Ganze um die Steuer, die wir an dieser Stelle aufgeführt haben, reduzieren, sodass wir noch einen Wert von 154.995 Euro haben. Das ist jetzt natürlich noch ganz entscheidend. Dieser Wert, der jetzt da ist, ist natürlich in dem Zeitraum von 26 Jahren nicht mehr genau gleich viel wert, sondern es gibt hier natürlich noch diesen Bereich der Inflation und diese Inflation beträgt 2%. Und jetzt sehen wir haben eine monatliche Rente vor Inflation von 304,72 Euro. Beachtet man jetzt die Rente, die monatliche Rente von 182,10 Euro, dann sehen wir, dass wir hier nochmal eine deutliche Reduktion haben. In diesem Beispiel ist es jetzt so, dass wir hier 300 Euro eingezahlt haben, um nach Inflation 182,10 Euro zu erhalten. Und somit lässt sich auch die Eingangsfrage, ob dieser Vertrag für die Altersvorsorge sinnvoll ist, sehr leicht beantworten. Wir müssen uns jetzt aber anschauen, wieso kommen wir auf so geringe Werte. Und das Ergebnis ist hier in der hohen Kostenbelastung zu finden. Wir haben 93.600 Euro investiert und haben eine Kostenbelastung von 60.262,46 Euro, die sich zusammensetzt aus einem Wert von über 47.000 für die Kapitalanlage und nochmal einen Wert von über 12.000 Euro für die Versicherungsleistungen. Und hier kommen wir auch dem Ergebnis sehr nah. Was haben wir getan? Wir haben noch weitere Verträge des Interessenten natürlich auch ausgewertet, haben die Kosten deutlich reduziert, um natürlich die Ablaufleistung in diesem Bereich deutlich, deutlich anzuheben und nach oben zu korrigieren. Das bedeutet jetzt für Sie, sollten Sie das Angebot von diesem Vertrag auf dem Tisch haben, diesen Vertrag oder einen ähnlichen Vertrag vor längerer Zeit bereits abgeschlossen haben und der bei Ihnen im Versicherungsordner schlummert, dann haben wir für Sie unter dem Video unsere Website beigefügt. Dort können Sie sich über uns informieren. Buchen Sie sich einfach ein kostenloses Erstgespräch. Buchen Sie sich die kostenlose Vertragsprüfung. Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marc Sonnet.